Ja, moin Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ja, passend zum neuen Update gibt's ein ganz kurzes Tutorial. Und zwar habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass es eine neue Art von Seilbahn gibt, beziehungsweise eine neue Kleinigkeit für die Seilbahn. Ihr kennt die normalen Seilbahnen, ne, dran und dann könnt ihr einmal nach unten rutschen. Aber ihr könnt natürlich nicht in die andere Richtung. Das haben sie jetzt geändert. Da gibt es ein kleines Gimmick, was ihr finden könnt. Und ich zeige euch jetzt mal, wo ihr das dann bekommt. Wichtig ist, ihr solltet erstmal den Assistant Manager gemacht haben im schwarzen Ameisenhügel. Weil ihr benötigt die Karte von dem. Mit der Karte schaltet ihr ja alles Mögliche hier frei. Also hier unten ist ein Labor drin, das schaltet ihr frei mit der Karte. Und im Sandkasten ist noch was, was ihr mit der Karte öffnen könnt und so weiter und so fort. Also, ihr geht Richtung Burgle. Sprich den kleinen Roboter, den nervigen hier, ne? So, dann kommt ihr hier in den Vorraum und dann geht es ja hier rechts rein, wo ihr erstens den Burgle rumrennen habt und wo ihr den ISL-Terminal habt. Und wenn ihr schon schaut, hier daneben habt ihr jetzt eine Tür. Und die Tür öffnen wir mit der Karte. Und dann findet ihr hier einmal eine Kiste mit so ein bisschen Gedöns drin. Und ihr findet hier den Zip R. Das Ding sieht so aus. Einsammeln. Und der ist jetzt für euch im Multiplayer komplett verfügbar, über das ganze Spiel verfügbar. Ihr müsst den nicht herstellen oder sonst was. Ihr müsst nur hier die Tür öffnen. Wie gesagt, die Karte findet ihr im schwarzen Ameisenlabor, nachdem ihr den Assistant Manager geklatscht habt. Ich werde es oben nochmal verlinken. Und dann zeige ich euch nochmal, was das Ganze jetzt kann. Ist eine richtig coole Sache. Hat aber auch so eine kleine Schwachstelle, aber damit muss und kann man ja wohl leben. Zeige ich euch jetzt. Also, wir gehen mal zur Seilbahn. Und wir werden uns erstmal Material jetzt runterschicken. Um mal was zu zeigen. Ich nehme mal 5 Stück, die schicken wir jetzt runter. Geht ganz normal mit der Taste G, könnt ihr die runterschicken. So, wenn wir jetzt hinterherfahren, seht ihr schon? Wir haben jetzt hier die kleine Laus mit drauf. Wir könnten aber auch mit S die Richtung ändern. Oder wir können auch von hier unten nach oben fahren. Das ist neu mit reingekommen. Oder wir ändern die Richtung. Wir können auch nochmal die Richtung ändern. Also ihr könnt hin und her fahren mit dem Ding. Ist richtig cool gemacht, finde ich. Sieht auch richtig cool aus. Die Idee ist halt geil, ne? Einzige Schwachstelle ist, ja gut, ich will es nicht Schwachstelle nennen, aber jetzt haben wir kein Material. Ihr könnt kein Material darüber nach oben schicken. Das heißt, Material geht immer von oben nach unten. So wie es immer war. Aber ansonsten ist jetzt die Richtung egal, ihr könnt Seilbahnen hochfahren. Also ich habe es probiert gehabt, bei mir in der Kreativmap habe ich oben im Baum irgendwo eine Seilbahn, die geht ganz schräg runter, selbst die kommt ihr nach oben. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich habe ja gesagt, ein ganz kurzes Tutorial, gerade mal 5 Minuten, naja. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich eine geile Sache. Und wie gesagt, sobald ihr den Assistant Manager habt, kommt ihr dort ganz einfach dran. Ihr müsst nichts kämpfen, ihr müsst nichts, kein Jump'n'Run oder sonst was. Einfach nur das Ding einsammeln und die ganze Geschichte passt. Okay, wenn euch das kurze Tutorial gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis denn und tschüss.